Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 Online. Wir zocken heute, ja, wieder mal Comment Song Quizzes vom Giga-Zocker. Ja, dasselbe Spielchen wie letztes Mal. Das letzte Mal haben wir ja die ersten zwei Quizzes gemacht, aber er hat insgesamt vier erstellt. Und ja, Quiz 3 und 4 wollen wir heute machen. Ne? Mal schauen, ob ich die Soundtracks wieder erraten kann. Los geht's. So. Aber war das nicht irgendein Desert-Track? So, was gibt's für Spiele zur Auswahl? Yoshi's Crafted World, Super Mario Bros. 3, oder? Warte. Super Mario 3D Land. Ich glaube Super Mario Bros. 3, oder? Yoshi's Crafted World war der Soundtrack definitiv anders. Und 3D Land auch. Okay. Warte. Was gibt's wieder zur Auswahl? 3D World, NSM Wii U oder Super Mario 64? Ich glaube, das ist 3D World, oder? Ich glaube schon. Jawohl. Und Check the Point mal wieder, ne? Finde ich sehr sozial. Gut, nächster Soundtrack. Ja, das ist klar, ne? Das ist eindeutig. Yoshi's Woolly World, Super Mario Odyssey oder Super Mario Galaxy. Ja, Galaxy, ne? So, die Galaxy-Soundtracks, ich finde, die hört man am besten raus, ne? Weil Galaxy hat so einen eigenen Flair. Ja. Mario World, Super Mario Brothers oder New Super Mario Brothers? Ja, das erste Super Mario Brothers, ne? Jawohl. Okay, nice. Und nächster Soundtrack. Ich bin Dr. Mario und bin so super cool. Oh, geil. Geil gemacht, Gigazucker. Dr. Mario rechts, jawohl. Oh, ich liebe diesen Song von Mario Fan 888, ne? Ich bin Dr. Mario und kenn so coole Tricks. Das ist die Karussellmusik aus Mario 64, oder? Diese Geisterkarussellmusik aus Big Boo's Haunt. Was steht zur Auswahl? Ey, hallo, ich will das lesen. Galaxy, ja, okay, dann Super Mario Kart. Dann Super Mario Kart, ne? Jawohl. Bam, badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Okay. Und nächster Soundtrack. New Super Mario Bros. U. Na klar. Ist doch Logo. Ey, richtig geil gemacht, ne? Ich liebe diese Quizzes. Gigazucker, kannst du ja echt stolz auf dich sein, ne? Vor allem, ne, also solche Songquizzes, die sind ultra geil zu zocken, aber ich glaube, zum Bauen ist sehr schwierig, ne? Erstmal die ganzen Soundtracks nochmal, ja, nachbauen, ne? Sonst hat man ja auch vereinzelte Musiklevel, aber hier hat man mehrere Soundtracks in einem Level, wo man bauen muss. Und, ja, da muss man sich natürlich überlegen, welche Soundtracks nimmt man, welche erkennen die Leute und so. Ne, finde ich schon krass. Ne, finde ich krass. Und ja, Quiz Nummer 4 steht heute auch noch an. So, okay. Comment Song Quiz Mario Music 4. Jawohl. Los geht's. Ja, Super Mario Bros. 2, das ist klar. Oh, Leute, spoilert nicht. Ja. Super Mario Bros. 2. Beziehungsweise, ja, Doki Doki Panic mit Mario-Charakteren. Ne? Wisst ihr Bescheid? Gut. Und jetzt?
Aber welches Game war das nochmal? Ich kenne den Soundtrack. Das ist Super Mario Bros. 3, oder? Ich meine Super Mario Bros. 3. Oder? Ja. Super Mario Bros. 3. Nice! Okay. Und weiter geht's. Das dürfte. Warte, was gibt's? Mario Kart Double Dash, oder? Wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin. Oder? Nein? Echt nicht? Okay. Ja, okay. Wupp, wupp, wupp. Ah, shit. Okay, 3D World. Dann, ne? Ja, 3D World. Konnte ich nicht selber zocken. Konnte ich nicht selber zocken, weil ich keine Wii U hatte. Deshalb ja. Liege ich da nicht immer ganz richtig. Okay. Klar, kennt man auch. Kennt man auch. Super Mario Kart wieder, oder? Nicht? Okay, dann tschüss. Ja, manche Soundtracks erkennt man nicht so leicht. Ne? Okay. Ja, ist gut. Okay. Das war 3D World, ne? Genau. Babang. Gut. Nochmal hinhören. Ah, Super Mario Galaxy dann, ne? Was? Okay. Ja, aber das war jetzt nicht so Galaxy-typisch. Ja, das ist hier Yoshi's Island, genau. Yoshi's Island, dieser Höhlensoundtrack, ne? Natürlich auch richtig geiler Soundtrack. Ah, die sind Nintendo-Soundtracks, ne? Entschuldigung, ich muss sie unterbrechen, aber ah, die sind immer so geil, ne? Das machen mir diese Level noch mal richtig klar. Okay. Mario Land 3, New Super Mario Bros. U oder Super Mario Sunshine? Ich würde sagen, Mario Land 3, oder? Nicht? Okay. Okay, in Ordnung. Ja, manchmal liegt der Manu falsch. Schlimm, schlimm. Ja, passiert, wie Tomaten. Aber das ist auch ein unbekannter Soundtrack, ne? Das ist auch ein unbekannter Soundtrack. So klar, die berühmten Soundtracks, die erkennt man. Aber die sehr unberühmten, so, die erkennst du nicht so. Ja. so. Ja, zeig mal den richtigen Kommentar an. Hallo! Den richtigen Kommentar. Das ist hier. Aus Super Mario 64, das Atlantis Aquaria Gedöns. Nee, nicht Atlantis Aquaria. Hier von Dire Dire Dogs und Jolly Roger Bay, genau. Ja, wo ist denn 64? Ey, zeig mir den Kommentar an. Hallo. Ja, kriege ich mal den richtigen angezeigt? Kriege ich mal den richtigen Kommentar angezeigt? Bitte. Hallo. Ja, super. Kann ich jetzt ja voll wissen. Hallo. Zeig mir doch den Scheiß-Kommentar an. Leute. Was soll der Scheiß? Ja, ich weiß, dass es Mario 64 ist. Links, okay. Meine Güte. So, geht doch. Ey.
Ah, stimmt, ja, wegen dem P-Switch muss ich warten. Stimmt, ja, sorry. Oh, meine Güte, Leute. Mensch, Leute. Müsst ihr da alles mit euren Kommentaren vollballern, dass man nichts mehr sieht? Mensch. Ah, jetzt hört doch mal auf, P-Switch. Ja, okay, jetzt. Gut. Weiter geht's. Ja, ist gut. Hallo. Mario Kart 8. Ja. Das ist es. Das ist es. Ne? Gut. Let's go. Und Level geschafft. Gut. Und ich würde sagen, komm, wisst ihr was? Wir machen heute sogar noch was. Ja? Heute ein bisschen längerer Part. Und zwar, wie wäre es, wenn wir heute noch nach ein paar Level suchen? Mit dem Schlagwort Thema. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Haben wir auch noch nicht gemacht, deshalb können wir machen. Vielleicht noch ja, zwei, drei Level mit dem Schlagwort Thema. So, Detailsuche. Ja, habe ich jetzt irgendwie Lust drauf, ne? Habe ich jetzt irgendwie Lust drauf noch spontan? Ich hoffe, das ist okay für euch. Hier. Thema. Ja, wieder nach Beliebtheit. Und dann schauen wir mal. So, habe ich gezockt, habe ich gezockt, habe ich gezockt. Naja, als ob ich die alles schon gezockt habe. Okay, Zelda Gerudo Valley Seasawing. Oh, das klingt auch toll. Wow, okay. Ich glaube, das könnte ein cooles Level werden. Ja, und Seasawing wegen. Ja, wegen diesen. Wippen, ne? Die heißen doch auf Englisch Seesaw, oder? Ich glaube schon. Ja, und jetzt? Ne, da komme ich doch gar nicht hin. Mensch. Ach so, ja, und Kommentare vielleicht aus. Die nerven bloß. Da kommt man nicht hin. Vielleicht hier lang irgendwie. Ach so, die müssen das Trampolin nach oben bringen. Ah, jetzt, okay. Okay, alles klar. Tolles Rätsel. Direkt zum Start, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Mit den Wurms. Okay, und dann. Ach, dann ist der On-Off-Block aktiviert. Okay. Nice. Und weiter geht's. So. Ja, cool. Cool. Aber warum soll das jetzt das Zelda Gerudo Valley sein? Verstehe ich nicht. Das sind doch bloß. Ja. Das sind doch bloß hier ein paar Wippenrätsel. Ne? Das sind doch im Endeffekt bloß ein paar Wippenrätsel, oder nicht? Shit. Bei Adapten braucht man ein gutes Timing. Alter. Wie soll ich denn das timen? Wie soll ich denn das timen? Bitteschön. Mann. Alter. Das Timing ist ja ultra scheiße. Alter. Ey, das Timing, das ist ja so scheiße. Alter. Ist gut jetzt. Mach doch hier mal so putz. Alter, hallo, kann ich jetzt hier hochgeschleudert werden? Was ist denn das für ein beschissenes Timing? Ohne Spaß. Wie kann man so ein schlechtes Timing ins Level einbauen? Das ist ja so schlecht. Alter, ich war doch, ich bin doch rechts gestanden. Hallo. Das Timing ist ja ultra beschissen. Ne, das Level kriegt kein Like von mir. Ehrlich, wie kann man so schlechtes Timing in ein Level einbauen? Ohne Spaß. Ist ja ultra schlecht. Ist ja wirklich ultra schlecht. Wirklich. Ohne Spaß. Wie kann man so ein beschissenes Timing einbauen? So, was ist hier? Bloß Münzen? Ja, wow. Die Blöcke waren jetzt auch nötig, oder? Na Mann. Okay. Und hier. Ja, die Trampoline nach oben. So, und dann. Ja, hier oben Blöcke aktivieren. Ah, dass ich da drüber laufen kann. Okay. In Ordnung.
Butz. Butz. Okay. Jawohl. Und dann hier P-Switch. Ah, und dann kann ich hier rüberlaufen. P-Switch. Tür aktivieren und Checkpoint. Jawohl. Okay. Hm. Und dann? Was gilt es hier zu tun? Ah, hier kann ich jetzt durchlaufen. Okay. So, und dann kann ich wahrscheinlich hier rüber. Ja. Und dann darunter. Nice. Ja, also bis auf die eine Stelle. Sehr schönes Level. Wirklich. Sehr tolles Level. Muss ich schon sagen. Aber die eine Stelle, die war schlecht gemacht. Die war einfach nur wirklich schlecht gemacht. So, das war so das schlechteste Timing, was es je in einem Level zu erfüllen gab. Ne? So, ah, jetzt. Ah, cool. Und dann kann ich hier hoch. Ah, hoppla. So, hier. Jawohl. Und runter und durch die Tür. Nice. Ba-da-ba-ba-da-da-da. So. In Ordnung. Ah, hier ist so ein kleiner Flipper quasi, ne? Wenn man so will. So, putz. Dann kann ich denn... Was muss ich denn überhaupt machen? Ach so. Ach so, ich muss diesen anderen Panzer runterbringen. Ah ja, der aktiviert dann den Notenblock. Und dann... Genau, und dann kriege ich den Schlüssel für die Tür, oder? Ah, komm. So, putz. Jawohl. Nice. Cool. So, durch die Röhre. Mhm. Und nochmal ein Checkpoint. Ernsthaft? Ah, noch ein Bosskampf. Alter. Holy shit. Was geht denn hier ab? Alter, da geht ja so viel ab. Holy shit. Ja. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Also wirklich zu viel. Also die Piranha-Pflanzen, die hätten jetzt zum Beispiel nicht sein müssen. Alter. Nee, tut mir leid, ganz ehrlich. Auf den Bosskampf habe ich jetzt keine Lust. Ja. Aber ich glaube, danach wäre das Level eh vorbei gewesen. Und ja, war doch ein schöner Part, ne? Würde ich sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.